Wir sind oben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wegs mit dem Radweg. Und Nico macht das gleiche wie ich, nur zeitversetzt. Frag mich nicht warum. Mir ist langweilig. Bei uns geht es jetzt ganz unspektakulär erstmal die Teerstraße rauf. Aber lasst euch nicht verschrecken, das wird noch richtig gut. Die meisten Touren fangen ja erstmal unspektakulär an. Das wird auf jeden Fall super witzig, da bin ich mir schon ganz sicher. Wetter ist so lala, aber trotzdem mit Aussicht. Das ist gut, weil wir kommen auch zu einem Gipfelkreuz rauf. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben, haben dementsprechend noch besseren Ausblick. Und juhu, Nico war jetzt 6 Wochen nicht mehr Radfahren, außer Stadtrad. Bei mir schaut es ein bisschen anders aus. Aber für mich sind 6 Wochen nicht Radfahren noch echt schlimm. Danach fühle ich mich immer komplett fremd auf dem Trail. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Ich war doch immer, ja, ich glaube, meine längste Auszeit war vielleicht 2 Wochen. Lasst euch nichts einreden, es ist immer noch Winter und ich bin auch Wintersportler. Ich auch. Ja, ja, aber ich versuche eben beides zu machen. Ja. Ja. Schaut ihr unsere Wintervideos auch? Wenn ja, wer von uns ist der größere Wintersportler? Schreibt es mal in die Kommentare, bin ich neugierig. Ich war gerade beim Instagram-Story machen. Also falls ihr uns da noch nicht folgt, schaut mal vorbei. Oh oh. Schnee. Schnee. Wieder ein Stückchen weiter oben. Wir schauen auf die gleichen Berge, aber es verändert sich halt immer vom Winkel her. Und schaut deswegen immer unterschiedlich aus. Wie vom Winkel? Na, vom Blickwinkel. Ach so. Und jetzt sind wir auch schon auf der einspurigen Straße. Jetzt also kommt. Aus dem Blickwinkel siehst du noch besser aus. Ja. Das, weil ich so hübsch bin. Aber tatsächlich, ich liebe ja Pink über alles. Fällt euch auf, dass mir der Helm fast besser steht? Oh, ich bin traurig, aber gleichzeitig, naja, Hauptsache es sieht ganz brauchbar aus. Noch 4 Kilometer, dann geht's in den Trail. Naja, in den Downhill zumindest. Trail oder Downhill? Downhill. Da geht's erstmal über Schnee, Freeride. Und dann später noch in den Trail. Und hier wird schon wieder fleißig Wheelie gefahren. Ich kann es immer noch nicht. Üben. Ja, üben. Oh. Wir haben den Schnee erreicht. Jetzt sind wir auf kompletter Schneefahrbahn. Das schwimmt erst da hinten etwa auch. Dann machen wir hier wieder aus. Ja, und da hat er auch tatsächlich gefilmt. Wie auf rohen Eiern. Oh! Oh oh! Tja, ich kann es irgendwie besser auf Schnee, kommt mir vor. Aber da ist auch wieder reines Glück, muss man zugeben. Ja, bei mir läuft super. Schaut mal, wer da kommt. Wir wollen einen Wheelie sehen. Wir wollen einen Wheelie sehen. Hä? Nein, jetzt kann ich gar keinen mehr. Das kann sie, wenn sie will. Voll cool, im Hintergrund sieht man jetzt schon den Schlepplift vom Skigebiet. Ja, er zeigt uns jetzt den geforderten Wheelie. Schaut mal vor uns die Schneewächter an. Und dann ist man mit dem Radl unterwegs, ist immer sau witzig. Irgendwie unpassend und irgendwie geil. Oh! Ach ja. Nicht hochgekommen. Oh Wunder. Wuhu! Wir sind oben. Aber noch nicht ganz, ganz, ganz. Willi auf der Schneepiste. Nico hatte auf gutes Wetter gehofft. Hat nämlich der Wetterbericht angesagt gehabt. Aber jetzt wird es zum Gläsertauschen. Da ist es doch düsterer als gedacht. Und ja, jetzt wird umgestellt von Schönwetter auf Schlechtwetter. Nein, da sind im Schirm noch mal eine halbe Pirsig. So war das gemeint, gell? Ach so. Ja, dann. Klick, 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 klick. So. Läuft. Und besser? Ja, besser. Wir sind oben. Und das Kreuz sieht mega cool aus, finde ich. Jetzt haben wir auch schon ein paar Fotos gemacht. Das ist mega gut. Da kann der Nico sein Handy mit der Fitlock-Hülle einfach aufs Stativ klippen. Also das ist echt sau praktisch. Und ja, das ist unsere Aussicht. Die ist wirklich wunderschön, wie ich finde. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir haben es heute recht gemütlich angehen lassen. Und dementsprechend ist es schon sehr spät.
Oh, krass! Wow! Oh, krass! Ja, aber der Lenker macht, was er will. Wie angekündigt ging es nach dem Freeride dann auch noch auf den richtigen Trail. Und für mich war das eine gute Kombi. Ich tue mir nämlich auf Schnee wirklich härter als normalerweise auf den Wegen, weil das Fahrrad halt ein bisschen unkontrollierbarer ist. Und das mag ich nicht. Ich habe gerne mal alles im Griff. Für heute. Jetzt heißt es nämlich schnell ranhalten. Das Essen wird kalt. Was gibt's eigentlich? Veganen Schweinebraten. Mit Gehirn. Das ist deine. Also ich habe Knödel und Fleisch gemacht und Soße. Und das Knödel habe ich gemacht. Das gehört nicht zu mir, das hier, das komische hier. Das. Ich habe die Knödel gemacht. Welche Knödel hast du gemacht? Die habe ich gemacht. Nein, die habe ich gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Schweinebraten am liebsten macht. Also ich mag es immer ohne Gehirn. Schaut mal.
Ein bisschen Gehirn kann nicht schaden. Für Petra, Gehirn. Einen guten.